Nicht benötigte Energie muss man nicht bezahlen. Verständlich also, dass viele Unternehmen in Deutschland inzwischen Energiesparen sozusagen als weitere Einnahmequelle entdeckt haben. Ein von der Regierung gefördertes Pilotprojekt hilft bundesweit rund 750 Betrieben beim Erfahrungsaustausch. Und das offenbar mit Erfolg. Die Firmen gehen nämlich davon aus, dass sie beim Energiesparen doppelt so schnell vorankommen wie der Rest der Industrie. Energiekosten runter. Druckereichef Peter Krupp musste nicht lange suchen, um Schwachstellen zu finden. Die Klimaanlage kühlte viel zu niedrig. Das ließ sich schnell ändern, spart nun fast 6.000 Euro Stromkosten im Jahr. Gerade läuft ein Umbau. Die Druckmaschinen sollen in der kalten Jahreszeit durch Außenluft gekühlt werden. Bei 300.000 Euro Energiekosten jährlich macht sich das bemerkbar. Im Schnitt sparen wir 4 bis 6% an Energie in jedem Jahr. Dadurch senken wir eben unseren Strombedarf und den Gasbedarf kontinuierlich und dauerhaft und versuchen natürlich in jedem Jahr auch wieder neue Schritte zu tun, um Strom, Energie einzusparen und gleichzeitig damit auch den CO2-Ausstoß zu verringern. Krupps Projekt gehört zu einem Pilotnetzwerk. Beim Jahrestreffen in Frankfurt wird deutlich, die Firmen, die sich in Netzwerken über Energiesparmöglichkeiten austauschen, profitieren. Sie sparen doppelt so viel Energie wie andere. Wir hoffen, dass wir 300 Netzwerke kriegen. Also die Idee ist eigentlich, dass wir diese Erfolgsstory, die aus der Schweiz stammt und jetzt so in etwa 40, 50 Netzwerken in Deutschland läuft, dass wir die weiterkriegen, dass es sich rumspricht durch Mund-zu-Mund-Propaganda, wie viel Energiekosten eingespart werden können. In der Druckerei in Sinzig testet Peter Krupp gerade neue LED-Lichter. Der Chef will weiter Energie sparen.